Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es schon, es geht um die Sony PlayStation 5 und um mein persönliches Fazit nach 2 Jahren mit dieser Konsole. Vor ein paar Tagen, Wochen mittlerweile auch schon, je nachdem, wenn ihr dieses Video schaut, ging mein persönlicher Vergleich der Xbox Series X und der PlayStation 5 auf diesem Kanal online und ich wollte einfach mal schauen, wie schlagen sich die beiden Konsolen nach 2 Jahren. Und ich habe ja schon angedeutet, ich möchte nochmal ein eigenes Video zur jeweiligen Konsole machen. Das ist jetzt in diesem Fall für die PlayStation 5 und dann wird in den nächsten Tagen ein eigenes Video für die Xbox erscheinen. Vielleicht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, ist es auch schon online. Ich plane es aktuell relativ zeitnah. Schaut also auch gerne mal auf dem Kanal vorbei, ob es vielleicht schon online ist. Also, falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr ihm einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal direkt in die Thematik ein. Und ich möchte wie immer mit dem Design beginnen, denn auch wenn ich da Jahr für Jahr das Kommentar dann bekomme, ja, das Design ist doch nicht so wichtig, das ist doch nur eine Konsole. Für mich ist es wichtig, die Konsole steht entweder im Wohnzimmer oder bei mir im Büro und ist durchgehend zu sehen, da man sie auch nicht verstecken soll, da die Lüfter ja auch im Freien sein sollen. Dementsprechend möchte ich nicht, dass sie hässlich ist und ich möchte aber auch, dass sie sich ein bisschen zurückhält und nicht irgendwie so ein auffälliger Designgegenstand ist. Wie bei der PlayStation 5. Als ich die ersten Bilder damals gesehen habe, hat sie mir nicht gefallen. So ehrlich will ich sein. Als sie dann im Alltag ankam, muss ich sagen, hat sie mir besser als erwartet gefallen. Und ich muss sagen, nach 2 Jahren ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier am Ende des Tages. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich würde nicht sagen, dass sie mir gut gefällt, aber ich finde das Design mittlerweile okay. Was ich weiterhin schade finde, ist, dass sie relativ groß und auch relativ schwer ist und dass ich auch weiterhin Probleme hätte, sie in meinem TV-Board unterzubringen. Dementsprechend musste ich sie in der Nähe des TVs irgendwie auf einem Regal oben abstellen, wo sie jetzt mittlerweile seit 2 Jahren steht. Hätte ich auch gerne ein kleines bisschen anders gelöst. Und ich bin mal gespannt, es gibt ja Gerüchte, dass nächstes Jahr eine etwas kompaktere PS5 kommen soll. Vielleicht auch schon eine PS5, wo das Laufwerk dann nur extern ausgelagert wird. Dementsprechend würde ich mal schauen, was sich da vielleicht tut. Eine etwas kompaktere PS5 fände ich schön. Das Design, ich habe mich dran gewöhnt und es ist natürlich auch schön, dass Sony vielleicht mal ein bisschen mutig war und sich ein bisschen was getraut hat. Ich persönlich hätte aber auch einfach gerne ein etwas zurückhaltenderes Design gehabt. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da 2023 kommt. Zur Leistung gibt es 2 Punkte, die ich einfach mal so ansprechen möchte. Zum einen, es bleibt eigentlich dabei, dass die Leistung weiterhin nicht wirklich ausgereizt wird. Auch nach 2 Jahren gibt es da dieses Problem, dass einfach die Verfügbarkeit schlecht ist, dass man die Konsole weiterhin schwer kaufen kann und dass Sony dementsprechend sich dazu entschieden hat, dass die aktuellen Spiele größtenteils auch noch für die PS4 erscheinen. Selbst der aktuelle Blockbuster God of War Ragnarok wird für die PS4 erscheinen, läuft dort auch gut. Dem Spiel sieht man aber auch dementsprechend an, dass es noch für die PS4 optimiert wurde. The Last of Us Part 1 war vor ein paar Wochen so ein Spiel, was die PS5 schon ein bisschen mehr ausgereizt hat. Ich fand auch Ratchet & Clank letztes Jahr haben die Konsole schon so ein bisschen mehr ausgereizt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, man bekommt oft das, was die PS4 Pro noch zustande im Leisten ist, aber dann eben mit einer höheren Framerate oder mit 4K mit einer höheren Framerate. Also einfach nochmal so ein bisschen ein paar Boni dazu, aber man bekommt noch nicht die PS5-Spiele, wo ich sagen würde, jawohl, das läuft nicht mehr auf einer PS4, das ist nicht mehr möglich. Dafür benötigt man unbedingt die Hardware einer PS5. Leistung ist aber mehr als genug vorhanden. Ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass man die alte Konsolengeneration hinter sich lässt und wir nächstes und übernächstes Jahr dann auch mal Spiele sehen werden oder mehr Spiele sehen werden, die das wirklich komplett ausreizen. Eine PS5 Pro soll übrigens bei den Entwicklern angekommen sein, das nur als Randnotiz, aber macht euch da keine Hoffnungen, wartet da auch nicht drauf. Es steht im Raum, dass sie erst 2025 kommt, vielleicht sogar erst 2026, aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob bei dieser aktuellen Hardware, die Microsoft und Sony da entwickelt haben, so ein Schritt zu einem Pro-Modell überhaupt nötig wäre dieses Mal, denn Leistung ist wirklich viel vorhanden und man gewöhnt sich auch an diese Leistung, diese schnellen Ladezeiten, das ist wirklich alles top. Und ich würde mich vielleicht bei dieser Generation einfach mal darauf konzentrieren, diese Hardware auszureizen und dann die nächste Hardware-Konsolengeneration zu planen. Aber wie gesagt, wenn die Nachfrage einbricht, kann ich mir gut vorstellen, dass das sowohl Sony als auch Microsoft nachlegen werden. Aber wie gesagt, Leistung absolut kein Problem. Da ist genug von vorhanden und dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden. Die Benutzeroberfläche ist vielleicht nicht so entscheidend wie bei einem Smartphone, wie jetzt bei iOS, wo man sagen muss, da hat man täglich mehrere Stunden mit zu tun, da schaut man drauf, das muss gut aussehen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn man einfach die Konsole startet und dann vielleicht auch von einer UI begrüßt wird, die einem gefällt. Und ich finde, da hat die PS5 wirklich einen guten Job gemacht. Man merkt, dass Sony ein Betriebssystem speziell für TVs entwickelt hat. Es sieht gut aus, es lässt sich gut bedienen, es ist logisch aufgebaut. Für mich persönlich ist das ein großer Pluspunkt. Vor allem, und das habe ich ja dann auch im Vergleich angemerkt, bei der Xbox ist das für mich persönlich
nicht der Fall. Es sieht einfach aus, als hätte man Windows genommen und auf die Xbox geklatscht. Hat man ja am Ende des Tages auch, aber die Anpassungen reichen mir da persönlich nicht unbedingt aus. Finde ich einfach nicht so schön. Und wenn ich dann gesehen habe, was auch mit der neuen Benutzeroberfläche, mit dem neuen Update geplant ist, dann wirkt das mittlerweile wie so ein reiner Werbeblock für den Xbox Game Pass, wohingegen bei Sony einfach immer das Spiel voll im Fokus steht, was man gerade als Icon quasi, wo man drüber hovert. Und das finde ich persönlich ist sehr, sehr schön gelöst. Dann läuft im Hintergrund auch meistens noch so ein bisschen Musik aus dem Spiel, um einfach so ein bisschen die Lust anzuregen. Und dementsprechend finde ich, hat Sony hier einen wirklich guten Job gemacht, was die Benutzeroberfläche angeht. Und das ist für mich persönlich ein durchaus großer Pluspunkt. Der DualSense Controller war für mich tatsächlich am Anfang ein sehr, sehr großer Mehrwert bei der PlayStation 5. Und ich mache es kurz, er ist es immer noch. Es ist wichtig, wie das Spiel aussieht auf dem TV, es ist wichtig, wie das Spiel klingt, aber wenn der DualSense Controller und das haptische Feedback und auch die adaptiven Trigger vollumfänglich genutzt werden, dann ist das tatsächlich auch ein großer Mehrwert in einem Spiel, der nochmal so ein weiteres Erlebnis mitbringt. Und ich muss auch sagen, wenn ich dann auch für Review-Codes angefragt werde und mich die Entwickler dann wissen wollen, möchtest du den Code für die Xbox oder für die PlayStation 5, entscheide ich mich tatsächlich auch sehr oft für die PS5, weil dann einfach auch irgendwo in den Einstellungen die Option ist, dass da einfach der PS5-Controller ein bisschen besser genutzt wird. Und das ist tatsächlich für mich weiterhin ein sehr, sehr großer Pluspunkt der PS5. Die etwas bessere Leistung auf dem Datenblatt der Xbox ist zum Beispiel zu vernachlässigen für mich persönlich. Sowas ist allerdings ein Mehrwert, den man dann im Alltag auch tatsächlich spürt. Aber auch da muss ich nach 2 Jahren tatsächlich sagen, so ein kleiner Kritikpunkt, auch so ein bisschen an Sony. Ich möchte, dass dieser Controller noch mehr genutzt wird und das noch besser implementiert wird. Bei Astrobot, das ist die vorinstallierte, oder Astro's Playroom heißt es, glaube ich, die vorinstallierte Demo bei der PS5, wird das wirklich sehr, sehr gut genutzt. Da sieht man mal, wozu dieser Controller tatsächlich imstande ist. Aber in vielen Spielen und dann auch von Sony werden diese Funktionen zwar implementiert, aber einfach nicht so gut, wie ich das mir persönlich wünschen würde. God of War Ragnarok war jetzt ein aktuelles Beispiel für mich. Wird gut unterstützt. Das haptische Feedback fühlt sich aber doch sehr, sehr stark nach PS4 an, weil es eben auch noch am Ende des Tages ein PS4-Spiel ist. Wohingegen zum Beispiel The Last of Us Part 1 das Ganze deutlich besser implementiert hat, auch was das Gefühl von Regen etc. angeht. Also da würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr kommt. Wie bei der Grafik, wie auch beim Controller, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir 2023 und 2024 mehr PS5-Spiele sehen werden, die die PS4 komplett ignorieren und diese Features dann dementsprechend implementieren. Aber wenn sie genutzt werden, das nochmal, um es zusammenfassend zu sagen, ist das tatsächlich ein sehr, sehr großer Mehrwert. Bevor ich zu meinem Fazit komme, die 2 abschließenden Punkte, die vielleicht aber auch natürlich entscheidend bei einer Konsole sind, das ist einmal die Abos bzw. die Dienste, die es dafür gibt und dann auch dementsprechend die Spiele, hängt am Ende des Tages aber natürlich auch so ein bisschen zusammen. Ich bin ein Riesenfan des Xbox Game Pass und bleibe es auch und er war tatsächlich auch der Grund, warum die Xbox in diesem Jahr überhaupt häufiger mal an war. Darauf werde ich dann aber nochmal im Xbox-Video etwas genauer eingehen. Sowas fehlt mir bei der PlayStation 5 tatsächlich. Sony hat das PS5 Plus Abo überarbeitet in diesem Jahr. Es gibt jetzt 3 neue Stufen, es gibt jetzt mehr Funktionen. Ist aber auch relativ teuer je nach Stufe geworden und wie gesagt, Blockbuster-Spiele erscheinen auch nicht ab Tag 1 im Abo. Sie erscheinen auch nicht nach einem halben Jahr, vielleicht manche nach einem Jahr, manche sind noch gar nicht drin. Sony hat da keine ganz klare Strategie, aber ich kann es auch verstehen. Sie wollen ihre Verkäufe, die eben sehr gut sind, nicht einbrechen lassen. Sie wollen diese Spiele nicht zu früh ins Abo packen, da sie die PS5-Spiele eben auch so sehr gut verkaufen und das bei Microsoft nicht ganz der Fall ist. Wenn ich aber eben als Nutzer drauf blicke, dann muss ich eben sagen, ist der Xbox Game Pass einfach die attraktive Wahl. Für einen Zehner im Monat bekommt man AAA-Blockbuster ab Tag 1 im Abo. Das heißt, für 120 Euro im Jahr kann ich mehr spielen, als ich Zeit habe. Sowas fehlt bei der PS5 eigentlich komplett. Wie gesagt, PlayStation Plus ist da ein bisschen optimiert worden, aber noch nicht das, wo ich sagen würde, da kann man mit Microsoft mithalten. Aber wo die PS5 wirklich überzeugt hat in diesen Jahren, wo ich sie sogar noch stärker fand als im ersten Jahr der Konsole, waren die Spiele. Das sind Spiele für mich persönlich, die ich noch nicht gespielt habe, wie zum Beispiel The Last of Us Part 1. Habe ich das erste Mal gespielt, dementsprechend großes Highlight, angepasst für die PS5. Dann gab es natürlich auch jetzt vor ein paar Tagen God of War Ragnarok, was ich durchgespielt habe, auch ein ganz großes Highlight, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und für mich persönlich vermutlich auch das Spiel des Jahres ist. Dann gab es noch Horizon Forbidden West, mochte ich den ersten Teil, auch der zweite, ein ganz großes Highlight. Und dann gab es auch noch andere Spiele, wie zum Beispiel Stray, Gran Turismo 7. Es war ein allgemein sehr, sehr starkes Jahr der PS5. Vielleicht nicht das beste Jahr der PlayStation, was Spiele angeht, aber für mich persönlich eines der besseren der PlayStation. Und dementsprechend, am Ende des Tages sind natürlich die Spiele entscheidend, war die PlayStation 5 bei mir auch deutlich häufiger an. Ich würde sogar schon fast sagen, so 60-70% häufiger als die Xbox. Und das lag einfach daran, dass Sony ein wirklich sehr, sehr starkes Lineup an Spielen in diesem Jahr hatte.
Womit wir bei meinem persönlichen Fazit nach 2 Jahren mit der PS5 angekommen wären. Ich bin extrem gespannt auf 2023, wenn im Januar der neue Controller kommt, wenn dann im Februar das neue VR-Headset kommt, auf das ich noch wirklich deutlich mehr gespannt bin. Da freue ich mich sehr drauf, da bin ich gespannt, das Ganze mal auszuprobieren. Da werde ich dann auf diesem Kanal, wenn möglich, auch ein eigenes Review zu veröffentlichen. Und dann bin ich auch gespannt, und das ist aktuell noch ein Gerücht, dass da eine neue PS5 ansteht, eine Revision mit einem neuen Design. Auch da bin ich mal gespannt, in welche Richtung Sony da wohl geht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, könnte ein großes Jahr anstehen. Sony soll ja angeblich bis zu 30 Millionen Einheiten für das kommende Geschäftsjahr geplant haben. Wäre wirklich viel. Im aktuellen geht man von 18 Millionen aus. Das wäre eine deutliche Steigerung. Und dementsprechend wird Sony höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auch gut abliefern. Spider-Man 2 und Co. stehen da ja bereits in der Pipeline. Aber ich muss auch sagen, für mich persönlich war das zweite Jahr der PS5 auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Auch weil ich auch viele Spiele der PS4 natürlich nicht gespielt habe, zum Beispiel auch Uncharted 4, da gab es ja im Januar die Kollektion. Für mich persönlich ein großes Highlight in diesem Jahr, ein wirklich tolles Spiel, weil ich es auch einfach noch nie gespielt habe. Oder eben The Last of Us, auch für mich persönlich ein Spiel. Ich habe Part 2 gespielt, aber nie Part 1. Dementsprechend war das Remake für mich persönlich auch in der besten Liste in diesem Jahr dabei. Also, gutes Jahr für die PS5. Leider wurde sie auch ein bisschen teurer. Sony hat den Preis um 50 Euro erhöht und leider hat sich das mit der Verfügbarkeit immer noch nicht gebessert. Aber wie gesagt, das soll jetzt wirklich im Winter, ich vermute, es wird aber noch Weihnachten abdauern, es deutlich besser werden und dann wird man die PS5 nächstes Jahr vielleicht auch einfach ganz normal bei Amazon kaufen können. Soll es von meiner Stelle gewesen sein. Tolles Jahr für die PlayStation 5. Wie gesagt, ich erwarte jetzt einfach in den nächsten Jahren, dass die PlayStation 4 komplett auch mal ignoriert wird und dass dann auch die PS5 noch besser ausgereizt wird, was Hardware oder was auch den Controller angeht. Das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Denkt dran, Video zu Xbox Series X wird nochmal als eigenes Video auf diesem Kanal erscheinen, ist vielleicht auch schon online. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.